Das große Fest des deutschen Fußballs, das Endspiel um die deutsche Meisterschaft 1961, wurde vor 82.000 Zuschauern im vollbesetzten Niedersachsenstadion von Hannover zu einem erneuten Triumph für den traditionsreichen 1. FC Nürnberg. Die Nürnberger im dunkleren Dress spielen in der ersten Halbzeit von links nach rechts. Ihr Gegner, der Westzweite und Überraschungsfavorit der Endrunde, Borussia Dortmund. Nicht eine Minute lang zeigen die Nürnberger Respekt vor ihrem Gegner, der sich eine Woche zuvor mit einem 7:2 Sieg über den HSV ins Endspiel geschossen hatte. Schon in der 6. Minute geht der Club in Führung. Eine Flanke von rechts außen Flachenecker verwandelt Haseneder mit dem Kopf zum 1:0. Die Nürnberger haben keinen schwachen Punkt in ihrer Mannschaft. Die junge Elf um den 36-jährigen Max Morlock spielt schwungvoll und taktisch klug. Eckball für Nürnberg in der 44. Minute. Von Zenger kommt der Ball über Strehl zu Müller und Kwiatkowski ist zum zweiten Mal geschlagen. Im Tor von Kwiatkowski gibt es auch in der zweiten Halbzeit immer wieder Hochbetrieb. Das Spiel der Dortmunder versinkt in Mittelmäßigkeit. Die Nürnberger aber demonstrieren modernen Zweckfußball, kraftvoll und voll technischer Perfektion. Große Chance für Dortmund, aber Wabra wird behindert. Der Schiedsrichter annulliert das Tor und entscheidet zu Recht auf Freistoß für Nürnberg. In der 67. Minute ist Dortmund endgültig geschlagen. Müller zieht mit dem Ball unwiderstehlich davon, gibt zu Strehl und es heißt 3:0. Die Sensation von Hannover ist perfekt. Der traditionsreiche 1. FC Nürnberg holt sich zum 8. Mal die deutsche Fußballmeisterschaft. Unter dem Jubel der Zuschauer überreicht DFB-Präsident Dr. Peko Baubenz dem Mannschaftskapitän der Nürnberger, Max Morlock, die silberne Viktoria. In seiner Heimatstadt Nürnberg wird der neue deutsche Meister von einer begeisterten Menschenmenge begrüßt. Über 150.000 Nürnberger bereiten ihrer Elf einen triumphalen Empfang.